Yo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu Spoiler News, denn der nächste Arc wurde so gut wie angekündigt. Diese Quelle ist eigentlich so gut wie sicher, weil es natürlich aus dem Magazin ist. Und an dieser Stelle nochmal wirklich Shoutout an Geekdom101, denn er hat die News gebracht. Er war so ziemlich der Erste, der das, glaube ich, gemacht hat. Also ich will dafür keine Credits bekommen. Ich möchte nur, dass die deutsche Community weiß, was abgeht. Die Leute wissen, was jetzt los ist. Für die Leute, die englischen Videos vielleicht nicht verfolgen, wollte ich jetzt auf Deutsch spielen. Das war mir persönlich ganz wichtig, das jetzt zu machen. Denn ich wollte gerade das Fragenvideo aufnehmen für die Dragon Ball Folge 66, aber auch 67, wie dem auch sei. Aber dachte mir, okay, die News ist vielleicht ein bisschen interessanter, deswegen werde ich das jetzt bringen. Und zwar, ja, der V-Jump hat announced, was jetzt im Januar 2017 passiert wird, denn wir bekommen den ganz kleinen Filler-Arc oder wie man sagen möchte, auf jeden Fall. Der nächste Arc wird eine Story sein, die sich um einen Assassinen dreht, der nach Universum 7 kommt, um Goku zu töten, sehen wir auch nochmal hier ganz schön. Und Leute, ihr seht es schon, Hit und Goku, und guckt euch bitte mal Hit an, also es ist wirklich Hype, es ist unglaublich. Ich habe mir da schon gedacht, dass sie mit dem kleinen, ich sag mal, Mini-Arc oder mit dem Filler-Arc sowas droppen werden, um diesen ganzen Hype aufrecht zu halten. Und ja, hier sehen wir auch Yamcha als Baseball oder in der Baseball-Uniform und Aral oder Aril, wie man das sagen möchte. Ich kann es selber nicht ganz aussprechen, aber wie immer sei. Goku ist in Danger, Goku ist in Gefahr, der stärkste Assassine kommt zum Universum 7, um Goku zu töten, ja. Ja, und er wurde von jemandem beauftragt, wo man halt nicht weiß, wer das ist, sieht man hier unknown. Auf jeden Fall wird dann alles revealed, und es wird auch revealed, dass der nächste Story-Arc diese Titel haben wird, November, so rum eher gesagt, ist halt die Folge 68, komm her Shenlong. Welcher Wunsch wird wahr werden? Dezember 4, Goku vs. Arale, die Erde wird zu einem Ende kommen wegen ihrem Kampf. 11. Dezember, Herausforderung von Champa, lass uns kämpfen, Baseball, ja, das ist auch wieder so geil. Und dann noch 18. Dezember, Goku stirbt, der Assassinenauftrag muss dann erfolgen, sage ich mal. Also erstmal Folge 68, also das hier wird wahrscheinlich sich darum drehen, was dann passiert wird. Vielleicht auch in Trunks Zeit, weiß man natürlich nicht, aber das könnte auf jeden Fall sehr spannend werden, je nachdem wie die Folge 67 ausgehen wird. Dann Goku gegen Arale, kann ganz lustig werden, die haben ja eine kleine Geschichte, auch in Classic, deswegen fand ich das auch ganz cool. Aber das hier, ja, das finde ich richtig geil, Challenge von Champa. Ey, das wird so geil werden, wenn es wirklich ein Arc ist, wo Universum 7 gegen Universum 6 Baseball spielt. Das fand ich mega geil. Deswegen haben wir auch hier Yamshu. Für die Leute, die es nicht wissen, es gibt ja auch so eine Folge, wo Yamshu Baseball spielt. Der soll ja angeblich auch Baseballspieler sein. Also ist kein Kämpfer mehr. Finde ich auch cool. Vielleicht wird er die dann sogar anführen. Vielleicht sehen wir dann auch neue Leute aus Universum 6. Finde ich dann auch ganz cool. Vielleicht ein paar mehr Saiyajins, wer weiß. Und dann 18. Dezember kommt dann Hit. Vielleicht ist Hit dann auch nicht bei diesem Baseballspiel dabei, weil er hier von einem Unbekannten beauftragt wurde, diesen hier Goku zu töten. Und ja, jetzt wird es echt interessant, welche Richtung das gehen wird mit Goku und Hit, ob man wirklich das Ganze ernst macht, ob man das wirklich richtig zeigt, oder ob es dazu kommen wird, dass man das halt nur als kleines Filler-Element nimmt und gar nicht so groß aufzieht. Weiß man natürlich nicht, aber Leute, ich sag nur eins, guckt euch das hier an. Fucking Hit-Hype. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was passieren wird. Ich wollte euch nur kurz auf dem Laufenden halten. Morgen wird es dann die Fragen geben, auch wenn es relativ spät ist. Tut mir leid, aber diese Woche war ein bisschen stressig. Und hier nochmal an dieser Stelle, Geekdom101 hat die Credits für diese News hier, weil, wie gesagt, ich habe das nicht als erstes gefunden oder sonstiges. Ich habe es bei ihm gesehen und dachte ich mir, die Deutschen wollen das bestimmt auch wissen. So, ansonsten gebt natürlich ein Like, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr immer mehr Spoiler sehen wollt. Ich bin damit raus, wünsche euch natürlich noch einen super schönen Tag. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, könnt ihr das auch machen. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!